Die Rolle des Joe Perkins wird ab jetzt gespielt von Mark Arnold. Sie sind hier, das ist gut. Wissen Sie, wie lange ich mir das hier schon ansehe? Es sind immer dieselben Fragen und dieselben Rätsel, die auftauchen. Vielleicht habe ich eine gute Neuigkeit. Ich weiß, warum Warren Lockridge die Münze gestohlen hat. Sie erinnern sich an Channings Tagebuch, in dem er schrieb, er wüsste etwas, das das Leben verändern würde. Ja, nach diesem Geheimnis suchen wir doch von Anfang an. Richtig, Warren muss das Geheimnis erfahren haben. Und die Sachen, die er gestohlen hat, hängen damit zusammen. Aber was ist mit den anderen Sachen, die er genommen hat? Das ist doch alles nutzloser Ramsch. Da liegen Sie falsch. Diese Sachen haben einen Zusammenhang. Sie alle gehören Sophia Kepfer. Woher wissen Sie das? Ganz einfach. Ich habe mir das Gutachten der Münze angesehen. Das verstehe ich nicht. Warren war immer sehr wählerisch. Er hat nur Sachen aus dem Haus gestohlen, die Sophia Kepfer gehörten. Warum? Aus welchem Grund? Aus diesem Gutachten erfuhr ich auch, dass Sophia diese Münzen schon lange besaß, lange bevor sie Sissy Kepfer heiratete. Seit wann wissen Sie das alles? Das spielt keine Rolle. Doch, Sie haben mir schon wieder was verheimlicht. Na gut, aber ich erzähle es Ihnen doch jetzt. Hören Sie zu. Channing muss etwas erfahren haben über seine Mutter. Und Warren hat herausgekriegt, was? Na schön, aber das erklärt noch lange nicht den Diebstahl von Warren und dann den späteren Mord. Das ergibt doch keinen Sinn. Doch. Wenn er jemanden beschützen wollte. Er wollte jemanden beschützen? Wen? Das würde das Bild erklären. Welches Bild? Ich habe das Bild von einer jungen Frau gefunden. In Channings Sachen. Und ich glaube, es ist ein Bild von Sophia. Ich bin wohl nicht die einzige Person, die Sachen verheimlicht. Auf der Rückseite steht eine Inschrift. In Liebe LL. Lionel Lockridge. Zu demselben Schluss bin ich auch gekommen. Warrens Vater. Dann hat er Sophia die Münzen gegeben. Die Münzen als Geschenk? Das ist aber ein äußerst wertvolles Geschenk. Das würde ja bedeuten... Eine Liebesaffäre. Ja, ja, genau. Mit anderen Worten, genau das ist der Grund, warum Warren all diese Sachen gestohlen hat. Er wollte die Beziehung seines Vaters zu Sophia Kepfer vertuschen. Wir werden darüber mit Lionel Lockridge sprechen müssen. Langsam wird es mir klar, dass dieser Mann der Schlüssel zu all dem ist. Von jetzt an werden wir ganz genau auf ihn achten. Tom? Tom? Oh, Sie sind es. Möchten Sie vielleicht eine Schokoladenkirsche? Sie hat nur ungefähr 2000 Kalorien, mehr nicht. Schwierigkeiten mit dem Bedienungssystem treffen Sie mich im Cockpit. Ihr Techniker Tom O'Hara. Aha. Ist das Ihr Werk? Sie geben vor, mein Techniker zu sein? Naja, ich dachte, es sei eine Reihe von einfachen Sätzen. Und es hat ein gewisses je ne sais quoi. Ich sagte Ihnen doch, dass ich das nicht will. Ja, ich kann mich nicht erinnern. Lionel, das finde ich wirklich eigenartig, dass Sie hier die ganze Zeit auftauchen. Sie haben meine Nachricht erhalten. Sie wissen, wer sie geschrieben hat, aber sie kamen, weil sie neugierig sind. Das ist sehr gut. Ich dachte, wir machen eine kleine Reise um die Welt. Ich schätze, der Tank ist nicht groß genug. Wir könnten zwischendurch tanken. Lionel? Hm? Sie verursachen mir Unbehagen. Das hatte ich nicht vor. Sie müssen das doch hier nicht tun. Was meinen Sie? Vorzugeben, dass Sie nicht neugierig sind. Wissen Sie, ich glaube, Sie haben Schwierigkeiten mit Ihrem Bedienungssystem. Das Flugzeug ist in Ordnung. Ich mache mir nur um Sie Sorgen. Sie wollen wirklich mit mir fliegen? Ja, das will ich. Das wird die schönste Erfahrung für mich. Ich habe überall danach gesucht. Sie und ich zusammen. Na schön. Schnallen Sie sich an, mein Guter. Sie machen jetzt eine Erfahrung, die Sie niemals vergessen werden. Und ich hoffe, es wird Sie kurieren, mich je wiedersehen zu wollen. Gut. Du willst ein Gewehr? Mhm. Vorzugsweise eins mit Zielfernrohr. Halbautomatisch. Und ich brauche eine Schachtel Munition. Besser zwei Schachteln. Ich bin nicht sicher, ob ich glaube, was ich da höre. Ich meine, ich bin natürlich etwas neugierig. Es ist die einzige Chance, die wir beide haben. Du solltest noch mal gründlich nachdenken. Ich habe alles überlegt, Ginger. Hast du nicht gesehen, wie Kelly mich angeguckt hat?
Den Blick kenne ich sehr genau. Abscheu war das. Reine Verachtung. Wenn sie diesen Blick zeigt, weiß ich, dass sie dahinter etwas verbirgt. Bist du wirklich sicher, dass sie alles weiß? Ich bin mir sicher. Sie weiß alles über dich, sie weiß alles über mich. Sie kennt meine ganze elende Vergangenheit. Nein, Kelly sah nicht mehr Peter Flint. Sie sah Antonio Fiorno, den armen kleinen Strichjungen. Naja, wenigstens verstehe ich jetzt, warum sie sich so verhalten hat. Wieso sie mich nicht mehr sehen wollte. Sie versteckte Joe, sie wusste, dass er noch lebt. Es hatte nichts mit mir zu tun. Und du denkst, wenn du Joe Perkins tötest, wäre das die Lösung? Verstehst du das denn nicht? Wenn Joe tot ist, wenn er wirklich tot ist, dann wird sie zu mir zurückkommen. Ich meine, das kann ein Jahr dauern, vielleicht zwei. Aber wenn, wird sie mir gehören. Möglich. Aber es ist nicht sicher, jetzt wo sie über deine Vergangenheit Bescheid weiß. Oh doch, das tut sie. Auch wenn ihr alles bekannt ist. Du denkst, dass sie wieder zu dir zurückkommt? Antonio, wach doch auf! Die Kleine ist High Society. Die gibt sich sicher nicht zufrieden mit gebrauchter Ware. Oh doch, das wird sie. Genau wie sie es schon mal getan hat. Du kennst sie doch gar nicht. Kelly hat eine Schwäche. Sie ist sehr verletzlich. Nein, wenn Joe erst tot ist, wenn er wirklich unwiderruflich tot ist, dann wird sie verwirrt sein. Sie wird nur noch an einem sehr dünnen Faden hängen. Ach ja? Ich kenne hier nur einen, der an einem dünnen Faden hängt, und der bist du. Und irgendwer schneidet den Faden bald ab. Das ist dann mein Problem. Meins auch. Hör zu, du besorgst mir das Gewehr und ich löse die anderen Probleme. Mord, Antonio? Meinst du das? Nein. Mord ist nur, wenn du einen Lebenden umbringst. In den Augen der Welt ist Joe Perkins schon tot. Ich verknüpfe hier nur einige lose Enden. Lionel kannte Sophia und sie hatten eine Affäre. Genau. Die Lockridges und die Capwells. Ich wusste, dass es gefährlich wird. Na schön. Wo liegt der Schlüssel zu Shannings Ermordung? Er wurde vor mehr als 5 Jahren getötet. Sophia und Lionel hatten ihre Affäre vor der Heirat mit Ceci. Das ist über 20 Jahre her. Woher wissen Sie das? Vielleicht haben Sie Ihre Affäre auch noch nach der Heirat fortgeführt. Vielleicht war Ihre Affäre die größte Liebe des Jahrhunderts. Und vielleicht hat Warren davon erfahren und wollte es vertuschen. Ich war immer sehr misstrauisch gegenüber Lionel Lockridge. Und? Was machen wir jetzt? Jedermann denkt, dass ich tot bin. Ich kann nicht einfach zu Lionel Lockridge gehen und sagen, entschuldigen Sie, hatten Sie eine Affäre mit Sophia Capwell, als sie schon mit Ceci Capwell verheiratet war? Kein Problem, mein Freund. Ich habe mir einen Plan überlegt. Und der wird heute Nacht in Aktion treten. Dann wird es Zeit, dass wir zwei uns absprechen. Genau das werden wir jetzt tun. Wie werden wir vorgehen? Nein, ich glaube, das wird mein Auftritt. Dann sagen Sie mir wenigstens, was Sie vorhaben. Das ist ganz einfach. Der gute Lionel Lockridge wird zusammenbrechen. Und genau zur richtigen Zeit stoße ich ihn in den Abgrund. Wunderschöner Tag zum Fliegen. Das Wetter ist ideal. Sie klingen erleichtert. Hoffentlich wird Ihnen nicht schlecht. Was sagen Sie? Ich bin immerhin über 12 Mal um die Welt geflogen. Ja, ich weiß, aber in einem kleinen Jet machen sich Turbulenzen stärker bemerkbar. Ja. War nur ein kleines Luftloch. Haben Sie jemals eine Rolle genossen? Eine Rolle, ja. Ja, die kenne ich, ja. Da habe ich schon. Möchten Sie noch eine sehen? Nein, das muss. Ach kommen Sie, machen wir eine. Fertig? Also eine Rolle, ja. Haben Sie Lust auf noch eine? Oh, nein, ich meine, ich kenn's ja jetzt. Sie sehen etwas blass aus. Oh, naja, ich war in letzter Zeit nicht so oft in der Sonne. Und sind Sie ganz sicher, dass ich Sie nicht runterbringen soll? Nein, aber wieso denn? Das ist nicht nötig. Wieso überlassen Sie nicht mir mal das Steuer? Sie können auch fliegen? Ich werde es Ihnen zeigen. Bitte? Zuerst versuchen wir es mit einer Schräglage, okay? Wie wäre es denn jetzt mit etwas höher? Also dann hoch. Ja, dieser Vogel ist doch gar nicht so schlecht, nicht wahr?
Ja, aber ich hoffe, dass wir in einem Stück zurückkehren. Oh ja, ja, natürlich. Nur zuerst, zuerst machen wir noch eine Rolle. Eine andere Rolle. Und los geht's. Na, wie war das? Das war gut. Bitte übergeben Sie wieder. Na ja, übernehmen Sie. Danke. Ach, wissen Sie, eine Sache haben Sie vergessen. Ach ja, welche denn? Sturzflug. Ja, richtig. Richtig. Wissen Sie, ich wollte mit Ihnen eigentlich über das Logbuch sprechen und all diese Gemälde, die Sie aus Ihrem Schiff bergen wollen. Tatsächlich? Was ist denn damit? Ach, hören Sie, das da unten vor uns, das ist der Boden. Das ja, ist nicht doch. Also, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber ich kann schon die Zulassungsschilder der Wagen da unten erkennen. Ach, wirklich? Ja. Ja, und dann ziehe ich doch wieder hoch. Ja. Das war das Ermann-Manöver. Er ist ein berühmter Kampfflieger. Ja? Ja. Brauchen Sie das hier? Das? Ach, Unsinn. Nein. Völlig überflüssig. Eins will ich wissen, und zwar genau. Wie viel Zeit habe ich? Du hast Zeit bis heute Nacht. Also, wieso trödelst du so? Was ist dein Problem? Es kann dir doch keine Schwierigkeiten bereiten, ein Gewehr zu besorgen. Darin warst du doch früher sehr geschickt. Tja, die Zeiten ändern sich eben. Jetzt besorg mir das Gewehr bis heute Nacht. Andernfalls muss ich mich selbst darum kümmern. Halbautomatisch, Zielfernrohr und 2 Schachteln Munition. Genau so ist es. Ja? Ich bin vom Essen zurück, Mr. Flint. Sie kommen eine halbe Stunde zu spät. Wo sind Sie gewesen, Amy? Sie haben noch sehr viel zu erledigen. Es tut mir leid, Sir. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu sehen. Dass mir das nicht nochmal vorkommt, Miss Presley. Potter, entschuldigen Sie. Prescott. Amy Prescott. Also schön, Miss Prescott. Würden Sie jetzt bitte Mr. Mason Capwell anrufen? Sagen Sie ihm, dass ich ihn gern sehen möchte. Es ist sehr wichtig. Mache ich sofort. Danke. Nett, wie du deine Angestellten behandelst. Der Klang von Autorität in deiner Stimme. Ich werde so nicht weiterkommen, wenn ich dieses Geld nicht wieder kriege. Welches Geld meinst du? Ich bitte dich, Ginger, du weißt genau, welches Geld. Die 30.000 Dollar, die ich dir gegeben habe. Oh, Antonio, bitte sei doch vernünftig. Ich habe Pläne mit diesem Geld. Ich kann es nicht einfach zurückgeben. Oh, doch, das wirst du. Oder du steckst in furchtbaren Schwierigkeiten. Oh nein, Schätzchen, das siehst du alles falsch. Du hast hier die Schwierigkeiten. Offensichtlich hast du vergessen, Ginger. Ich bin jetzt der große Held hier. Der Lebensretter von Kelly Capwell. Ich muss jetzt nur das Geld wieder auf das Immobilienkonto einzahlen und dann bin ich unbelastet. Und wenn ich es ausgegeben habe? Hast du das? Ja, etwas davon. Du wirst einen Weg finden, es zurückzubezahlen. Ich mag es nicht, wenn du mir Befehle gibst. Du hast keine Wahl, Ginger. Wenn Mason rauskriegt, dass ich das Geld genommen habe, steckt er mich ins Gefängnis. Und wenn ich im Gefängnis bin, hast auch du Probleme. Dann verlasse ich einfach die Stadt mit meinen 30.000 und lasse dich allein hier sitzen. Dafür bist du zu intelligent. Ich glaube, dass es das Intelligenteste wäre, was ich tun könnte. Du machst immer denselben Fehler, Ginger. Du bist zu gierig. Du weißt doch genau, wie viel Geld du machen könntest, wenn Joe erst tot ist. Ein Stück von nichts ist immer noch nichts. Ein Stück des Capwell-Imperiums ist verdammt viel mehr als eine zweitklassige Zuhälterin, wie du jemals verdienen kann. Zweitklassig. Also darüber muss ich erst noch nachdenken. Hör zu! Wenn ich Joe Perkins umbringen kann, kann ich dich auch töten. Deine Hand zittert, Antonio. Ist es nicht sehr schwer, mit einer so unsicheren Hand zu schießen? Du hast bis heute Nacht Zeit. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh nein, du wirst dich etwas mehr einsetzen. Weil ich nicht nur für mein Leben kämpfe, Ginger, sondern ich kämpfe auch für deins. Und du achte auf dein Zitterhändchen. Ich würde es nicht sehr gerne hören, wenn der erste Schuss nicht trifft. Keine Sorge, er wird treffen. Sehr gut. Weil Joe Perkins nicht so ein Typ ist, der dir eine zweite Chance geben wird. Lass das meine Sorge sein. Na schön. Ich besorg dir dein Gewehr und du kriegst dein Geld zurück. Und danach kümmerst du dich nur ums Geschäft.
muss immer daran denken, wie sehr Stockman das hier genossen hätte. Wir waren oft die ganzen Jahre zusammen, aber wir hatten nie genug Zeit für einen Urlaub. Wir hätten so viel Spaß gehabt. Tja, seine Arbeit muss sehr wichtig für ihn gewesen sein. Es war seine Leidenschaft. Natürlich waren Brandon und ich auch sehr wichtig für ihn, aber seine Arbeit, so sagte er jedenfalls, war sein Lebenswerk. Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Gina, diese Art von Hingabe verstehe ich nicht. Ich glaube, Frauen funktionieren da auf eine ganz andere Weise. Sie haben ihre Kinder, in die sie vernarrt sind. Ja, einige haben das. Haben Sie nicht auch vor, eine Familie zu gründen? Schon möglich, eines Tages. Also eins kann ich Ihnen nur sagen. Es war die größte Freude meines Lebens. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich tun könnte ohne Brandon. Es ist schwer zu glauben, dass ein kleines Kind einem beibringen kann, den Tod zu akzeptieren. Eines Tages, kurz nachdem es passiert ist, kam er zu mir und sagte, Mami, ich weiß, wo Daddy ist. Ich fragte ihn, wo denn? Und er sagte, im Himmel, mit all den Engeln und allen guten Menschen. Er ist erst 6 Jahre alt, wahnsinnig. Ja, er ist bezaubernd. Möglicherweise ist es für Kinder leichter, mit solchen Sachen fertig zu werden. Ja, aber er zeigt mir auch, dass es keinen Sinn hat, darüber nachzudenken. Seien Sie froh. Ja, bin ich auch. Ich habe Brandon und Cici Käpfel, auf die ich mich stützen kann. Eine ein Kind und der andere ein erwachsener Mann. Beide arbeiten sie zusammen, um mich auf den Beinen zu halten. Wissen Sie, früher war ich so optimistisch. Und jetzt, ich habe mich verändert, ist es was? Nein, eigentlich nicht. Hören Sie, es ist eine Frage der Zeit, mit diesen Gefühlen klarzukommen, Gina. Ich möchte nur nicht mehr so oft darüber nachdenken. Ich meine, mein Leben müsste sich nicht unbedingt verändern, es könnte sich. Ich muss nun mal an Brandon denken, nicht wahr? Und an seine Zukunft. Und was ist mit Ihrer Zukunft? Na ja, ich hoffe eigentlich, dass sich das ganz von allein entwickelt. Und wie sieht es aus, wenn Sie einen Mann treffen, der es nicht akzeptiert, dass Sie ein Kind von einem anderen Mann haben? Nun, dann will ich gar nichts mit ihm zu tun haben. Was, wenn Sie sich in ihn verlieben? Ich würde mich nicht in einen Mann verlieben, wenn er Brandon nicht liebt. Jeder, der neu in mein Leben tritt, wird akzeptieren müssen, dass mein kleiner Junge ein Teil von mir ist. Also dann ist Brandon ein sehr glücklicher kleiner Junge. Ja, aber das hoffe ich doch. Ich werde für ihn tun, was ich nur kann. Also, ich möchte von allem das Beste für ihn. Die besten Schulen, die besten Freunde. Er soll um die ganze Welt reisen, er soll sich alles ansehen. Aber wissen Sie, was ich am allermeisten möchte? Nein, was? Ich möchte in der Lage sein, ihm ein Geschwisterchen zu geben. Oder vielleicht Zwillinge. Wäre das nicht wundervoll, Santana? Ja. Dann wären Sie wieder eine richtige Familie, nicht wahr? Ich habe das Geld für dich, Mason. Oh, Peter, jetzt schreib keine Schecks, die doch nur platzen. Es ist in bar. Leider ist diese Grundstücksgeschichte, in die ich investiert hatte, in die Hose gegangen. Es macht dir doch nichts aus, wenn ich nachzähle, oder? Tu dir nur keinen Zwang an. Das werde ich nicht. Also, soweit ich sehen kann, fehlt etwas. Ungefähr 20.000 Dollar, würde ich sagen. Ja, genau 20.000 Dollar. Aus diesem Grund habe ich einen Schuldschein vorbereitet für den fehlenden Betrag. Lass sehen, das ist etwas anmaßend von dir, nicht wahr? Wenn ich nun beschließe, nicht auf deine Bedingungen einzugehen. Du wirst es müssen. Wenn ich es nicht tue, könntest du wegen Veruntreuung verhaftet werden. Und das sollte für 10 bis 20 Jahre reichen, vielleicht auch mehr. Mason, ich habe deine Drohung wirklich satt. Seit ich diesen Job angenommen habe, hast du mich wie ein kleines Stück Dreck behandelt. Du solltest dich fragen, wieso? Ich tue niemals etwas ohne Grund. Oh ja, du hast einen Grund, Mason. Du fühlst dich doch bedroht, oder? Darauf läuft es hinaus, nicht wahr? Oh, du willst doch hier immer das große Sagen haben und lässt keinen anderen Konkurrenten neben dir zu. Peter, ich glaube nicht, dass du den Ernst dieser Situation begriffen hast. Ein Anruf genügt und ich kann dich festnehmen lassen. Na dann los. Na los, ruf an. Soll ich für dich wählen? Willst du mich herausfordern? Ich habe keine Angst mehr vor dir, Mason. Du kannst mich nicht mehr erpressen. Ich kann innerhalb von 24 Stunden Anklage erheben. Ja, aber zuerst wird man mich anhören. Niemand wird dir Glauben schenken. Aber es wäre doch interessant, wenn ich vor Gericht aussage, dass du über die Herkunft des Kokains in Joe Perkins Motorrad Bescheid wusstest. Ich bräuchte das gar nicht zu tun. Ich könnte es auch gleich den Zeitungen mitteilen. Mach das und du bestrafst dich selbst, Peter. Dadurch gibst du deine Freiheit auf. Du vergisst, Mason, ich bin ein großer Held in dieser Stadt hier. Eine wirklich gute Zeit für ein Geständnis. Besonders, wenn ich freiwillig aussage, nicht wahr? Wenn du nicht mehr auf der Bildfläche erscheinst,
Dann könnte ich mit einem Urteil auf Bewährung rechnen. Das alles würdest du tun, um mich zu ruinieren, Peter? Find es doch heraus. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du so etwas wirklich tust. Du solltest wissen, Mason, dass es dein Risiko ist. Ich biete dir hier einen Schuldschein an. Steck ihn ein und du bekommst dein Geld. Und wenn du es nicht tust, wird die ganze Stadt von deiner üblen Intrige erfahren. Also können wir Erpressung jetzt auch noch auf deine Liste schreiben, nicht wahr, Peter? Ich würde es eine geschäftliche Verabredung nennen, Mason. Ach, noch etwas. Sollte ich bedrängt werden, wird C.C. Capwell auch Ärger kriegen. Darauf kannst du dich verlassen. Er hat mir gewisse Gefälligkeiten dafür versprochen, wenn ich Joe Perkins wieder ins Gefängnis bringe. Es dürfte keine besondere Schwierigkeit sein, eure ganze Familie zu ruinieren. Das wäre dein Ende. Was denn, noch eine Drohung? Du machst dich doch lächerlich. Du bist ein kranker, destruktiver Mann, Peter. Was soll ich dazu sagen, Mason? Ich habe all meine Talente von dir gelernt. Also nimm diesen Schuldschein und verschwinde dann von hier. Andernfalls sehe ich mich gezwungen zu telefonieren. Du hast genau eine Woche. Hab ich nicht. Ich habe so lange, wie ich will. Und du kannst nicht das Mindeste dagegen tun. Das werden wir ja sehen. Ach, Mason, ich möchte außerdem eine Beförderung. Sonst noch was? Ja, eine Gehaltserhöhung wäre nett. Sprich mit meinem Vater. Nein, das wirst du tun. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Meinst du, ist das nicht wie für mich geschaffen? Bitte mich nicht, die Augen aufzumachen, Augusta. Es könnte eine Katastrophe bedeuten. Oh nein, Lionel, das darf doch nicht wahr sein. Hast du schon wieder einen Kater? Hast du Orangensaft in deinen Orangensaft getan? Ja, ist ja sehr witzig. Nein, nein, mein Zustand hat nichts mit dem Trinken zu tun. Und das soll ich dir abnehmen? Du siehst ja schon fast grün aus. Es muss etwas gewesen sein, was ich gegessen habe, Schatz. Oh. Ach ja? Ach, Unsinn, das ist doch nur eine faule Entschuldigung. Eine Entschuldigung? Eine Entschuldigung ist ein Grund, etwas nicht zu machen. Aha, wie zum Beispiel mit deiner Frau zu schlafen. Oh, also dazu wäre ich im Moment nicht fähig. Ich bin nicht in der richtigen Stimmung, fürchte ich. Diesen Eindruck habe ich allerdings auch, mein Schatz. Was du nicht sagst. Deine Ausreden waren auch schon mal fantasievoller. Ich erinnere mich noch an die Zeit im Kongo. Ja, ich auch. Du sagtest, du wärst gebissen worden von so einer Kongo-Zecke. Und dadurch wärst du impotent. Ja und? Das war zufälligerweise wahr. Aha. Weißt du, Lionel, ich habe deine Entschuldigung wirklich satt. Gelbfieber, Malaria, Schluckauf. Ich wette, du wärst fähig und würdest sogar einen Schlangenbiss vorgeben, um dich vor deinen ehelichen Pflichten zu retten. Du redest von Pflicht? Das ist mir ein Vergnügen. Bist du dir da sicher? Oh, ich bin absolut sicher, wenn die Stimmung die richtige ist. Aber zurzeit würde ich es wirklich besser finden, wenn du mich nicht bedrängst. Ich meine... Es geht mir im Moment wirklich nicht gut. Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Tu das und stirb, Lionel. Tu es und stirb. Weißt du, Augusta, ich kam hier rein und habe mich schlecht gefühlt. Aber jetzt fühle ich mich noch schlechter. Weißt du, warum? Keine Ahnung. Ach nein, na schön, Schatz. Wenn dir meine Gesundheit etwas bedeutet, lass mich 2 Stunden zufrieden, ja? 2 Stunden, um mich zu erholen. Und dann verspreche ich dir, dann werde ich wieder so fit sein wie Tarzan im Dschungel. Ich soll dich also allein lassen, Ja. Weißt du, wenn ich von dir träume, kommst du viel besser dabei weg. Ach, tatsächlich? Du weißt doch, ich bin der Meinung, dass alle Träume ihre Wurzeln in der Wirklichkeit haben. Ja, mag sein. Wir wissen ja, wo deine Wurzeln heute Abend sind, nicht wahr? Ach ja, wo denn? Im Verborgenen. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, Pete. Ist schon in Ordnung, Sir. Falls Sie es nicht erraten haben, ich bin auf dem Weg, die Stadt zu verlassen. Ja, Sir. Was haben Sie? Ich fürchte, ich habe keine gute Nachricht für Sie. Ich habe das Bild Ihrer Mutter überall in der Stadt herumgezeigt, aber leider hat sie niemand erkannt. Ich hoffe, Sie haben es außerhalb der Stadt auch versucht. Sie könnte überall in der Gegend sein. Es tut mir leid, Sir. Ich habe es überall versucht, von Colita bis Capenuria. Und Sie glauben nicht, dass sie in der Nähe ist, Das muss ich leider annehmen, Sir. Wenn sie es wäre, hätte ich mit Sicherheit was gehört. Haben Sie eine Liste der Plätze, wo sie war? Ja, Sir. Sie haben ja nur die besseren Orte überprüft. Sehen Sie, das liest sich wie ein 4-Sterne-Führer von Santa Barbara.
Hören Sie, ich möchte, dass Sie nochmal losgehen und auch andere Orte überprüfen. Nicht nur die Motels. Überprüfen Sie jede Flohkiste von einem Motel und jede Absteige. Naja, obwohl sie meine Mutter ist, wer weiß, wie es ihr ergangen ist. Verstehen Sie mich? Ja, ich verstehe es, Sir. Ich fange gleich damit an. Gut. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise, Mr. Capua. Danke, Pete. Zu der ich nicht eingeladen wurde? Das geht dich überhaupt nichts an. So viele Koffer. Willst du irgendwo hin? Und das geht dich ebenfalls nichts an. Es macht dir sicher nichts aus, wenn ich das sage, Mason, aber ich finde, du brauchst etwas Urlaub. Es macht mir etwas aus, wenn du das sagst, Eden. Genauso wie es mir etwas ausmacht, dass du dich ständig einmischst. Weißt du, bevor du nach Hause kamst, konnte ich kommen und gehen, ohne verhört zu werden. Mein Gott, sind wir heute empfindlich. Es war ein langer und sehr schwerer Tag. Also schön, dann werde ich dich jetzt nicht mehr bedrängen. Du würdest mir sowieso nichts mehr sagen. Nun, es gibt da eine Kleinigkeit, die dich möglicherweise interessieren könnte. Ach, wirklich? Also, ich weiß doch jede Information zu schätzen, die du mir gibst. Peter Flint ist ziemlich nach oben gefallen. Ich habe gerade mit Dad geredet. Ab Montag wird er der Vizepräsident unserer Immobilienabteilung werden. Wundervoll. Bemühe dich nur nicht, deine Verärgerung zu verbergen. Verärgerung? Verärgerung, Mason? Hm. Es ist doch völlig in Ordnung, wenn Dad denkt, das wäre eine Art, seine Dankbarkeit auszudrücken. Wir beide wissen doch, dass Peter Flint nicht qualifiziert ist für diese Position. Aber du bist es, hm? Ja, mehr als Peter Flint. Nun, falls es dich interessiert. Ich habe Peter für diesen Job vorgeschlagen. Du hast was? Wieso hast du das getan? Abgesehen von der Tatsache, dass ich weiß, dass du den Job wolltest, gab es keinen Grund. Und falls jemand nach mir fragen sollte, ich werde einige Tage Urlaub machen. Gut, und in welcher Ecke der Welt, Mason? Man sagte mir, Nizza wäre um diese Jahreszeit schön. Dann au revoir. Ich wünsch dir was. Ich dir auch, kleine Schwester. Hast du alles, Liebling? Ja. Ich glaube, ja, du hast deinen Strandball, deinen Eimer und dein Sonnenöl. Mami hat doch das Sonnenöl. Ja, jeden Sonnenschutzfaktor von Nummer 2 bis Nummer 15. Also, wir sind soweit. Es sieht ganz so aus. Oh, ich wusste, wir würden nicht wegkommen. Hallo? Hallo, Gina, hier ist CC. Wie geht es euch? Ah, absolut fantastisch. Wir sind auf dem Wege zum Strand. CC. Mit dem Wetter habt ihr ja wirklich Glück. Um diese Jahreszeit regnet es dort oft. Ich freue mich für euch. Oh, ich hoffe, meine geschäftlichen Angelegenheiten belasten dich nicht zu sehr. Es gab viel durchzusehen, was? Nein, ich komme da ganz langsam weiter. Leider waren seine Aufzeichnungen nicht so verständlich, wie ich hoffte. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber Stockman hat sich um all diese Dinge selbst gekümmert. Mach dir nur keine Sorgen, ich werde da schon klarkommen. Sag mal, wie geht es meinem kleinen Lieblingsjungen? Was meinst du dazu, wenn ich ihn dir ans Telefon hole und er es dir selbst sagt, okay? Schatz, es ist Onkel CC. Willst du mit ihm reden? Klar. Nein, nein, nicht jetzt. Wir wollten noch gleich zum Strand. Hier. Hallo, Onkel CC. Hallo, Partner. Deine Mama sagt, du amüsierst dich. Ja, es macht alles viel Spaß. Hast du denn auch schon eine nette kleine Freundin kennengelernt? Nein, aber wir haben sehr viel Spaß mit Santana. Was? Hast du gerade Santana gesagt? Ja, wir spielen so oft zusammen. Tut mir leid, das war nicht gerade klug. Schon in Ordnung. Schatz, jetzt lass Mami wieder ans Telefon, ja? In Ordnung. Danke. Sissi? Hier ist nochmal Gina. Stimmt das, dass Santana da ist? Ja, sie ist schon seit ein paar Tagen hier. Warum weiß ich das nicht? Ach, das muss ich wohl vergessen haben. Ich wünschte, ich hätte es gewusst. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist eine gute Freundin und sie kommt wunderbar mit Brandon zurecht. Wenn Santana da ist, möchte ich sie sprechen. Eine Sekunde, ja. Er möchte mit Ihnen sprechen. Komm, Schatz, wir gehen an den Strand. Hallo, Sissi. Du hast sie gefunden. Ja. Wie? Ist das so wichtig? Sind Sie jetzt noch im Zimmer? Nein.
Ich hoffe, du hast Gina bisher nicht gesagt, dass Brandon dein Sohn ist. Natürlich nicht. Warum bist du dann nach Frankreich geflogen? Weil ich ihn sehen wollte. Ist das alles? Ich fand, ich hatte das Recht dazu. Oh, ich verstehe. Du findest also, es ist dein Recht, in zwei Leben einzudringen und sie einfach unglücklich zu machen. Was wirfst du mir eigentlich vor? Noch nichts. Wenn du glaubst, du kannst einfach... Nein, Santana, ich kenne dich. Früher oder später wirst du es Gina sagen. Du wirst den Zeitpunkt genau auswählen, um das Leben dieses Kindes und das Leben der Mutter kaputt zu machen. So was willst du, habe ich recht? Ohne Rücksicht auf Verluste, nicht mal auf dein eigenes Kind. Das ist nicht wahr, ich wollte meinen Sohn nur sehen. Du meinst, das wird reichen? Kannst du einfach zurückkehren und es vergessen? Darum geht es doch überhaupt nicht. Du machst es dir sehr einfach. Du machst diese Familie unglücklich und zerstörst dich selbst. Hör doch, ich bin die Mutter. Bist du nicht, Gina ist es. Er liebt mich und er empfindet was Besonderes für mich. Mein Gott, Zuneigung. Er ist erst 6 und reagiert auf die Aufmerksamkeit von jedermann. Das hier ist ganz anders. Das bildest du dir doch nur ein. Ich flehe dich an. Du darfst in dieser Sache nichts weiter unternehmen. Doch! Ich will ihm nicht wehtun und das tue ich auch nicht. Dann pack bitte deine Koffer und verschwinde von dort. Das kann ich nicht. Ich liebe ihn. Verstehst du das denn überhaupt nicht? Nein, Santana, wenn du ihn wirklich liebst, dann wärst du nie dorthin gefahren. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Das musst du aber. Es ist zu spät. Ich bin jetzt hier und werde hier nicht fortgehen. Das ist meine Schuld. Alles. Leider alles meine Schuld. Nein. Ich liebte dich. Ich vertraute dir. Jetzt zahle ich dafür. Hör zu, Sissy, irgendwann wäre es sowieso passiert. Ich hätte es herausgefunden. Egal. Ich dachte, wir hätten eine Chance. Irgendwann. Jetzt weiß ich, dass wir keine Zukunft hatten. Du denkst nur an dich, auf Kosten aller anderen. Ich hätte das alles sehr viel früher erkennen müssen. Sissy. Alles, was ich im Augenblick empfinde, ist Mitleid mit dir, Santana. Und damit, was du aus deinem Leben machen wirst. Sissy, bitte. Versuch es zu verstehen. Ich hab's versucht. Zu lange habe ich's versucht. Vorbei. Sissy. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Damit werden Sie jemandem eine große Freude machen. Das hoffe ich. Wirklich sehr hübsch. Es fiel mir etwas schwer, mich zu entscheiden. Es gab eine Menge, die mir gefielen, aber diese hier fand ich besonders schön. Für eine einzigartige Frau. Wie heißt sie denn? Santana. Ein reizender Name. Ja, so ist es. Ist es Ihre Frau? Vielleicht wird sie es. Augusta? Augusta! Warum musst du denn immer schreien? Würdest du mir das erklären? Erklären? Keine Ahnung, wo das herkommt. Es ist eine Tauchermaske, eine sehr alte, wie mir scheint. Wirf sie doch weg, sie gehört mir nicht. Wie kommt sie hierher? Wieso hast du sie hingelegt? Ich habe nichts dergleichen getan. Ist denn sonst irgendjemand im Haus? Nein, niemand. Minks? Ist bei ihrem wöchentlichen Bridge-Spiel. Brick hat sie hingebracht und Layton ist weg mit Ted. Dann sind wir allein. Ja, wir sind allein und ich kann das nicht erklären. Wir sind allein, Lionel. Ich weiß. Lionel. Was meinen Sie damit, es gäbe keine Akte über Amy Prescott? Sie hat hier in den vergangenen Tagen gearbeitet. Haben Sie keine Akten über Zeitarbeiter? Ja, dann verstehe ich nicht, wo liegt das Problem? Das ist schon in Ordnung, danke. Amy, würden Sie für einen Moment reinkommen, bitte? Setzen Sie sich. Soll ich meinen Stenoblock holen? Nein, das ist nicht nötig. Ich möchte Ihnen nur einige Fragen stellen. In Ordnung. Ich habe die Personalabteilung angerufen und man sagte mir, dass es keine Akte über Sie gibt. Wussten Sie das? Nein, keine Ahnung. Und
Man sagte mir auch, es wäre unmöglich, dass eine Angestellte keine Personalakte hat. Nicht einmal bei Zeitarbeitern. Also eigentlich würde ich denken, dass sie verlegt wurde, aber die da unten sind wirklich sehr gründlich. Sie haben sie nicht verlegt. Ich habe keine Akte. Ich habe diesen Job durch eine Freundin gekriegt. Und ich arbeite hier unter falschem Namen. Ihr Name ist nicht Amy? Nein, der Teil stimmt. Aber Prescott ist falsch. Mein wirklicher Name ist Perkins. Perkins? Irgendwie verwandt mit... Ja. Joe Perkins ist... war mein Bruder. Ich hab's verschwiegen, weil mich Capra Enterprises sonst nicht genommen hätte. Da haben Sie recht. Ich schätze, Sie wollen, dass ich jetzt gehe. Nein, wie kommen Sie denn darauf? Es ist doch kein Geheimnis, was Sie von meinem Bruder halten. Ja, wir waren eine Zeit lang Feinde, aber... Ich habe meine Meinung inzwischen geändert. Ihr Bruder war unschuldig, da bin ich sicher. Ach ja, wirklich? Ja. Also, ich hatte keine Ahnung. Ich habe Beweismaterial gesehen, das Kelly gefunden hat und Dinge, die ich selbst herausfand. Naja, und durch diese ganzen Dinge denke ich jetzt eigentlich, dass Joes Verhaftung ein schrecklicher Justizirrtum war. Und dass er sein Leben verlor, war sicherlich eine große Tragödie für sie. Es tut mir leid, ich bin ein wenig durcheinander. Ich wollte Sie nicht schockieren. Es gibt nicht viele Menschen, die ihre Fehler zugeben können. Ich danke Ihnen. Traurig ist nur, dass ich es Joe nicht sagen konnte, bevor er starb. Ja, finde ich auch. Wissen Sie was, Amy? Es gibt keinen Grund, der Personalabteilung hiervon etwas mitzuteilen. Sie arbeiten hier einfach weiter unter dem Namen Prescott, in Ordnung? Mhm. Also wenigstens für die nächsten paar Tage, bis Veronica wieder zurückkommt. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, Mr. Flint. Oh nein, ich bitte Sie. Machen Sie Ihre Arbeit einfach weiter. Gut, ich danke Ihnen sehr. Nicht der Rede wert. Vielen Dank. Offensichtlich war das Warren. Er hat sie wahrscheinlich rausgekramt, sauber gemacht und dann hier vergessen. Schon möglich. Willst du mich nicht wenigstens fragen, wo ich hingehe? Also, wo gehst du hin? Ich mache mich normalerweise hübsch, wenn ich ausgehe. Du kannst gern mitkommen. Hängt davon ab, wohin? Ins Museum. Sie zeigen eine retrospektive Diashow von Sir Richard Peels Arbeiten, eine Art Einführung in seine Kunst. Na, großartig. Die Capwells haben schon immer gern Heilige und Götter aus Sterblichen gemacht. Peel hat wahrscheinlich die ganze Sache als Werbekampagne arrangiert, als Werbekampagne für sich selbst. Ach komm schon, das ist doch schon einige Wochen her. Ja, Gott sei Dank. Weißt du, du hast mir eigentlich nie gesagt, warum du ihn nicht magst. Ich mag seinen Typ nicht. Was meinst du damit? Menschen, die sich als Experten aufspielen, weißt du? Und die sich dann ständig selbst zitieren. Er liebt die großen Meister nicht, er kritisiert sie nur, damit er seine eigenen mittelmäßigen Gemälde dem ahnungslosen Publikum verkaufen kann. Oh, die Kritiken über seine Kunst waren immer sehr vielversprechend. Ja, natürlich. Er bezahlt auch für jedes Adjektiv. Je größer die Superlative, desto größer der Scheck. Ich glaube nicht, dass er für seine Kritiken bezahlt. Schlimmer noch. Schlimmer als das. Er verreißt seine eigenen Zeitgenossen, nur um seinen eigenen Schund besser wirken zu lassen. Ach. Kommen Sie doch ein, Augusta, der Mann ist ein Schwindler. Also mir gefällt seine Arbeit trotzdem. Sie strahlt eine, ich weiß nicht, eine Art Wärme aus, die sieht man nicht oft. Wärme? Sie strahlt ungefähr so viel Wärme aus wie eine fettgedruckte Todesanzeige. Du bist doch nur eifersüchtig. Seine Arbeit wird sehr geschätzt. Du könntest mit dem Pinsel nicht mal unsere Garage ausmalen. Tatsächlich? Nun, ob ich das kann oder nicht kann, hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Peels Arbeit ist wirklich gut. Ich bitte dich, gib es doch zu. Es ist Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Wenn du willst, lasse ich das von 5 Experten bestätigen. Ich wette, du würdest nicht mal 2 finden. Ich werde mich nicht weiter streiten. Du bist entschlossen, hinzugehen, trotz meiner Meinung. Ja, ich werde dorthin gehen, weil ich's möchte. Na, dann geh doch. Viel Vergnügen. Aber bleib nicht zu lange weg. Ich mache mir sonst Sorgen um dich. Mhm. Versuch doch mal zur Abwechslung nüchtern zu bleiben. Obwohl ich weiß, dass du einen schweren Tag hattest. Ach ja? Woher weißt du das? Weil du das Zimmer hier nicht verlassen hast seit 2 Uhr Nachmittag. Richtig, und ich habe auch nicht vor, es heute Nacht zu verlassen. Na schön, ich wünsche dir schöne Träume, Schatz. Ich werde alle im Museum von dir grüßen. Nein, 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 bitte das nicht. Ich mag diese Heuchelei nicht. Oh, das habe ich ganz vergessen.
Was ist das, Ginger? Mach es auf und sieh nach. Es sieht zu klein aus, als dass es ein Gewehr sein könnte. Oh. Ist mein Kleiner jetzt glücklich? Was sagt man dazu? Ich dachte mir, dass du das zu würdigen wüsstest. Und was ist mit der Munition? 3 Ladestreifen mit je 5 Schuss. Ja, das sollte ausreichen. Mein Schätzchen, das ist reichlich genug, um einen Krieg anzufangen. Ja. Oder ein Leben auszulöschen. Ist irgendjemand hier? Bacon, Minx! Sophia! Der Anzug und die Tauchermaske, die du an dem Tag getragen hast.